Hallo zusammen, das ist der Jarek von Blechvetica und ich bin hier am Greenfield Festival mit dem Jonas und dem Kegel von Elveti. Hallo zusammen. Hey. Wisst ihr eigentlich, wie viele Konzerte ihr in diesem Jahr spielt oder geht ihr einfach drauf los und plötzlich ist Ende Jahr? Ja, wir kriegen es auch mit schön voraus mit. Also wisst ihr es? Es sind glaube ich etwa 120, oder? Mit allen. Nein, ich meine es sind mehr, okay. Aber also sicher. Also wie ich zählt habe, sind es 110. Ah, okay. Aber es ist auch sehr viel, also kannst du sagen, was du willst. Sind eben noch nicht alle auf der Webseite. Ja. Aha, sind noch nicht alle auf der Webseite? Nein. Aha. Gut. Euer neues Album Atechnotos ist jetzt schon seit ein bisschen mehr als 2 Monaten draussen. Wie läuft es mit den neuen Songs auf der Bühne? Ich würde sagen, es sich eben gut an, was ich mitbekommen habe bis jetzt. Zum Spielen ist kein Problem, alles gut. Ein Problem sind es bis jetzt nicht mehr als andere. Nein, es ist. Was soll ich sagen? Es ist bis jetzt. Die Leute haben Freude. Was war bis jetzt? Also ich finde schon, sie kommen sehr gut an. Und ja, es macht einfach auch hohen Spass, um sie zu spielen. Also, das definitiv. Cool, das klingt schon mal sehr gut, ja. Wenn wir gerade bei eurem neuen Album ja schon sind, ich habe mir noch dazu ein Digibook gekauft, wo ihr ja so wärmstens empfohlen habt in eurem Unboxing, das ja auch du gemacht hast. Und ja. Und da drin ist ja sehr viel Info drin, auch für jeden Song, also mit Hintergrund und allem. Und ihr habt auch noch keltische Schriften drin, die ja der Matteo gemacht hat. Jetzt, wie ist das dazu gekommen? Hat er das schon vorher gemacht? Oder? Schon, hat er vorher schon gemacht? Also ich meine, er schreibt. Also, es ist nicht eine keltische Schrift. Ich meine, es ist einfach das normale latinische Alphabet. Ja. Halt einfach so, wie man. Das ist quasi die Schnürli-Schrift von damals. Ah, okay. Und. Ja, er hat sich das schon ziemlich lange eigentlich mal also er schreibt fließend so. Er hat auch alle Texte geschrieben für das Booklet vom Akustikalbum. Und ja, so. Wie kommen ihr eigentlich zu dem Albumkonzept Adernatos? Ich meine, das Thema ist einfach das Thema Wiedergeboren oder schlicht einfach so ein wiederkehrendes oder allgegenwärtiges Thema bei der Kälte gewesen, dass du gedacht hast oder dass ihr denkt, das muss jetzt auf das Album drauf? Irgendwie, ja. Also, ich weiß gar nicht, wie der Anfang war. Ist schon recht lang. Also, wir haben dort, was ist das, dort auf der Russland-Tour? Vor der Russland-Tour eigentlich schon, haben wir an dem Anfang nur studieren. Ja, es. Also, ich meine, das Erste, was passiert, wenn man ein Album macht, ist immer das Gesamtkonzept über das ganze Album. Wo dann halt auch inhaltlich in einen Rahmen definiert ist. Aber woher jeweils jetzt die Ideen kommen oder wie sie entstehen, das ist. Who the fuck knows? Keine Ahnung. Irgendwie, es entsteht halt einfach in. Oder? Ja, also das Grundkonzept ist, glaube ich, schon von dir gekommen. Vor allem auch der Gedanke, dass man das alte Gedankengut nimmt und es jetzt transportiert. Also, das stimmt, das ist auch ein bisschen von der Michalina gewesen, mit ihrem okay. Ancient Made Spirit. Wie heisst es? Ancient Made Present, genau. Ja, genau, die Michalina hat unsere Drehleihspielerin, die hat einen Blog, der sich eben Ancient Made Present nennt, wo sie eigentlich genau das macht, wo sie halt eben als Gedankengut Sachen aus der keltischen Mythologie nimmt und sie quasi übersetzt in unser heutiges modernes Leben. Und das ist auch mit dem Grund, dass wir so gefunden haben, das ist geil, das könnten wir mal machen. Ja. Doch immer interessant, wenn man in den Hintergründen mal noch ein bisschen mitbekommt, oder? Wenn man die Songinfos anschaut im Digibook allgemein, dann sieht man ja, dass eigentlich auch sehr viel Recherche gemacht worden ist, würde ich jetzt mal sagen. Und interessant wäre noch zu wissen, wie die Recherche eigentlich einmal abläuft. Habt ihr da noch irgendwie Absprachen mit Sprachforschern oder eben Geschichtenforschern, wo einfach Albot Connection dazwischen besteht, wo ihr euch einfach abstimmt? Oder wie funktioniert das einmal so, wenn ihr auf ein Album arbeitet? Hey, es kommt sehr auf den Albuminhalt drauf an. Also
Soll ich das Mikrofon nehmen? Ach, das ist nicht mühsam für dich. Die einen nehmen es, ja, okay. Hat er nicht wollen? ja, es kommt extrem auf den Albuminhalt drauf an. Aber klar, es ist, wir arbeiten immer mit Wissenschaftlern zusammen, mit diversen von verschiedenen Universitäten aus ganz Europa. Und das ist schon so. Also, das ist eigentlich jedes Helvetia-Album ist auch ein Stück ein wissenschaftliches Projekt. Aber die Herangehensweise die ist eben extrem unterschiedlich, je nach Thema. Ich meine, bei Ate Ignatius zum Beispiel ist sehr viel Persönliches einfach auch drin. Es ist auch in den Texten so einiges von so ein jüngster Psychologie drin und so, weil es ist ja wirklich quasi eine neue Betrachtung von antiken mythologischen Bildern und so, oder? Bei Origins zum Beispiel, das ist lyrisch, glaube ich, unser aufwendigstes Album ever gewesen. Wo etiologische Sagen, also so Herkunfts- und Ursprungsmythen und so, keltische, wie neu erzählt hat. Und das zum Beispiel war extrem viel Arbeit gewesen, primär einfach wissenschaftliche Arbeit. Aber das sind Quellen, sind ja eigentlich offen, also für all, es ist einfach die antike Literatur. Weil gerade so etiologische Sagen zum Beispiel weiss man so gut wie nichts. Und man hat nichts direkt von der Kelte aufgeschrieben, sondern man ist zu 100% abhängig, abgesehen von archäologischen Funden, ist man zu 100% abhängig von eben antiker literarischen Zeugnissen, von Zeitgenossen von der Kelte, hauptsächlich Griechen und Römer, ja, die halt über das geschrieben haben. Und dann hast du einfach zum Teil einzelne Fragmente über irgendwie eine Geschichte und die musst du dann auseinandernehmen und irgendwann, nach ganz viel Arbeit und Zeit, hast du so einen kleinen Core rausgestellt, wo du mit relativ grosser Sicherheit kannst sagen, okay, das ist jetzt so gewesen. Aber das ist einfach extrem viel Arbeit, weil du musst, zum einen, es fängt nur beim Autor mal an. Oder? Ja. Wenn du irgendein Griechen hast, der über irgendeine mythologische Sache fällt, musst du erst mal schauen, okay, wen hat er gelebt, von wem hat er seine Informationen, wie hat er gelebt, das ist für ein Typ gewesen, was für eine Ausbildung hat er gehabt. Und dann geht es erst mal zum Zweck, wieso hat er das geschrieben. Und dann, also weißt, das ist von persönlichem Marketing über politische Propaganda, über einfach Interesse. Und bis du das alles in so erarbeitest, das ist einfach viel Arbeit. Ja. Und klar, jetzt arbeiten wir mit Wissenschaften zusammen auch. Ja. Genau. Wir haben letztes Jahr noch ein Interview gemacht am Belenos Festival und du hast dort den Divico, heisst der, glaube ich, noch genannt als einen sehr interessanten Charakter, weil er ja, was war das? Anführer von einem tigurinischen Stamm, hast du gesagt. Und er hat am Anfang von der gallischen Kriege am Cäsar den Stinkerfinger gezeigt. Und dem noch vor einem Album zukünftig eventuell, oder wäre noch interessant. Ob er vielleicht mal im nächsten Album noch geplant wäre. Hey, also wir haben tatsächlich angefangen, uns Gedanken über das nächste Album zu machen. Ja. Und ich hatte gerade, wo ist es, irgendwo auf Tour letztens, an einem Flughafen. Ah ja, genau, in Australien am Flughafen. Habe ich mit der Fabi und der Michalina so ein bisschen drüber geschnurrt, mit Matteo. Wir haben so ein bisschen über verschiedene Ideen. Und eine Idee, die wir haben, würde tatsächlich so sein, dass so etwas könnte Platz haben. Wobei, es gibt ja schon es gibt eine ganze Single zum Divico. Ah, ja. Ja, ja. Es gibt einen Song namens Divico und den haben wir als Single mal rausgegeben. Okay. Gut. Jonas. Du hast in einem anderen Interview mal noch gesagt, dass der Entstehungsprozess vom neuen Album etwa ca. ein halbes Jahr gedauert hat. Und wie man auf dem Album gesehen hat, bist du intensiv eigentlich auch im Songwriting extrem daran beteiligt gewesen. Und wie ist das eigentlich so für dich gewesen? Jetzt nicht. Ja, also ein halbes Jahr ist vielleicht auch ein bisschen grob. Also ich glaube, man kann sagen, es geht zurück eben auf die Russland-Tour, wo mal so Fetzen rum waren und so. Wer war die vor zwei Jahren? Oder? 18. Januar. 18, stimmt, genau. Also, wobei, vielleicht muss man eigentlich sagen, wenn man jetzt Rebirth als Single auch noch dazu nimmt, dann ist es doch eigentlich ein bisschen länger. Und stimmt, ja. Eigentlich hat er dort unsere Zusammenarbeit zum ersten Mal so ein bisschen, also die intensive Zusammenarbeit angefangen, wo wir gewusst haben, wir wollen so einen Song machen, der schnell und überraschend kommt, nach Evocation Part 2, wo wir einfach einmal eine Ansage macht, hey, das sind jetzt die neue Helvetia und so tönt das und wir können Metal und
grundsätzlich habe ich dann einfach mal angefangen, nicht ins Blaue raus, aber versucht, so, okay, was könnte irgendwie, was passt, was ist etwas auch von mir und so, und das kriege ich einfach geschickt. Mhm. Und mehr im Sinne von, hey, so etwas in die Richtung wäre noch cool. Aber, und dann ist wirklich ist so zurück, so, hey, genau, das ist super cool. Und ich bin dann eigentlich noch recht überrascht gewesen, weil du hast dann vieles eigentlich so gerade können, hast es so können brauchen. Und wir haben dann gemerkt, dass es dann von Anfang an einfach recht ein guter Austausch ist. Ja, ein bisschen näher, wenn es so laut ist. At the Gates. Ja. Das, unbedingt nachher, ja, es ist eben At the Gates. Ja, das spielt ja genug lang. Was übrigens ja immer wieder eine Inspiration ist. So. Genau, und nachher für das Album dann. Ja, also eben grundsätzlich super, super cool, super, ich meine, extrem intensiv, aber natürlich Hammer, dass ich ja, einfach auch den Anteil kann haben jetzt an diesem Album. Das ist sehr cool. Ja, ich meine, wir haben uns dort wirklich so verbarrikadiert, ein paar Monate. Das ist schon, das ist cool gewesen. Und eben, es ist, ich glaube, es ist wie ein bisschen, jetzt etwas, was auf natürliche Art einfach auch funktioniert. Ja. Wenn ich vielleicht noch schnell, also, aber es ist für uns so in dieser Intensität eigentlich das erste Mal in unserer kompletten Band gewesen, wo wir wirklich zusammenarbeiten, im Sinne auch von, also geografisch, oder? Also ich hatte wirklich in zwei Monaten fast bei ihm gewohnt. Ah, ja. Und auf seinem Sofa bin. Und für mich ist das, es hat so eine andere Qualität, so eine andere Dynamik gegeben, weißt du, für alles möglich. Also wir sind einen Tag durch Songs geschafft und dann nachts um 12 Uhr sind wir auf dem Mida-Platz auf dem Bänkchen gehockt mit einer Flasche Wein und haben einfach, weißt, Gedanken schweifen und es war so viel intensiver gewesen als früher. Und ich glaube, das gehört mal, wo man auch irgendwo an, finde ich. Gut, das ist so funktioniert, perfekt. Jetzt, du bist ja noch seit dem 2016 bist du ja dabei. Und ja, wie ist dir eigentlich der Sprung gelungen zu LWT? Ha. Hast du gehört, wie eine Gitarre spielt? Ja, logisch. Ja, nein. Ja, leck, das ist wieder 3 Jahre. Ja. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil. Ich bin ja vor LWT vor allem viele Sessions für auch viel in dem Schweizer Popkuchen umeinander gewesen, mit Festivals gemacht und Studiosachen. Und habe eigentlich, also stilistisch ist ja die ganze Hardrock-Metal-Welt ist voll, da komme ich her, aber ich habe es eigentlich dann nie so gelebt. Und die Anfrage ist wirklich so ziemlich aus dem, ich habe LWT auch nicht wirklich so auf Streit und Trip verfolgt. Mhm. Klar, man weiß, wer es ist, aber. Und dann ist die Anfrage wirklich, die ist eigentlich aus heiterem Himmel gekommen. Mhm. Und es war recht weird gewesen. Es war vom Raffi, aber damals noch mit seinem Facebook-Profil, wo er den Namen gekehrt hat. Und ich dachte, das ist irgendein Fake. Und ich bin so dort, bin so am Kompi und dann kommt die Message und ich dachte, ja sicher, ist klar, ich habe anders zu heute und so. Und dann ist es aber tatsächlich, ist es und so. Und dann eben habe ich mich mit Vertrauen gemacht und schlussendlich sind es mehrere Kanäle gewesen. Also ich habe den Produzent von LWT, Tobi Vetterli, Corona Gitarrist, habe ich etwa ein halbes Jahr vorne kennengelernt und bin dann eigentlich nach meinem Masterabschluss an der ZDK bin ich zu ihm, um eigentlich mit meinem Projekt etwas machen mit ihm zusammen arbeiten. Und dann noch dran bist du wahrscheinlich, oder? Ich musste wirklich zurücktreten. Ja, ja. Genau, aber who knows. und dann habe ich den Kai auch ein paar Monate vorne kennengelernt, aber an dem Lemmy Bash, am ersten Lemmy Bash, damals. Und dann haben wir auch kurz ein bisschen connected und schlussendlich sind es glaube ich mehrere Kanäle gewesen, die dann einfach meinen Namen mal irgendwo im Loop hatten und dann ja, ist der Call gekommen. So. Wo es gelaufen ist, ja. Ja, das kannst du sagen. Ihr bei ELO spielen ja alle eure Instrumente ja, mit mega viel Passion und allem. Und wie hat es denn eigentlich angefangen bei dir? Mit dem Instrument spielen? Oh, das ist. Ja, du bist jetzt gefragt, jetzt musst du gehen. Ja, komm, hock mir in der Mitte. Ja. Es ist schon lang her jetzt.
Ich glaube, der Ursprung ist bei mir tatsächlich ist ein Video. Es ist ein Film, und zwar ein Kollege von mir hat so eine VHS-Kassette gehabt von dem Freddie Mercury Tribute Concert. Ja. Wo es das erste AIDS Awareness Ding und so, Wembley Stadium, und dort sind all die Bands, so Guns N' Roses und Metallica, Def Leppard, Extreme und so. Und also es ist einfach das, was ich mich mal zurückerinnere als erste so Gedanke, so, wow, was ist das? Ich glaube, das ist, ich muss das machen. Ja. So, irgendwie die, halt einfach auch die ikonischen Figuren irgendwie. Und, so. Und dann habe ich relativ früh mit Gitarrenunterricht einfach angefangen. Und dann einfach das Zeug einfach nach und nach einfach fressen und weiter auschecken und gemacht. Nehmen wir es halt so. Ja, genau. Eigentlich viel Lehrer gehabt, eine Zeit lang selber einfach. Also, ich glaube, eine wichtige Zeit war einfach, gerade noch so vor YouTube, Stereoanlage, CDs. Und das war einfach die Zeit, wo, wo halt all die Hero-Zeit, wo man halt all die Idole hat und man will irgendwie das Zeug auschecken. Aber du hast auch noch nicht YouTube gehabt, wo du einfach kannst einstellen und du hast dort sicher irgendeine Lesson, wo du eins zu eins das Zeug einfach siehst. Das heisst, du machst dich in deinen eigenen Weg dann auch und es kommt ein bisschen etwas Eigenes dabei auch raus. Ich glaube, das war sehr eine wichtige Zeit gewesen. Es ist 14 und 18, wo ich einfach wirklich halt so im genau noch die Hei im Schlafzimmer gelebt hast und einfach zurückgespult und nochmal. Genau. Und die haben wir natürlich nicht vergessen, gell, Kegel? Du hast ja, glaub, angefangen mit klassischer Gitarre, hast du, glaub, irgendwo mal gesagt. Das stimmt, ja. Ja, ich habe auch, also für mich war auch relativ früh klar, so Musik machen, das ist das. Das war noch vor dem Kindergarten. Hat das angefangen, oder in der Kindergartenzeit. Und dann habe ich irgendwie angefangen, meine Eltern zu terrorisieren, dass ich Gitarre lernen will. Und irgendwann habe ich sie dann so weit gegangen, dass ich von das und das machen wir. Und das war dann eine ganz, ganz schlimme Zeit für mich, weil man hat in den Unterricht für klassische Gitarre hat man erst ab 6 dürfen. Und dann habe ich noch ein ganzes Jahr warten. Und bin fast durch. Und dann bin ich 6 Uhr und ich durfte in den Unterricht gehen und das war es dann. Gewesen. Und dann ein Instrument nach dem anderen? Ja, ja. Gut, die Folkinstrumente erst so ab so 18 oder so. Und bis dahin, ja, also irgendwann habe ich dann auch E-Gitarre angefangen zu spielen. Nicht ganz so gut. Ja, also wenn du Gitarre spielst, ist es immer die komplizierteste. Ja, immer, ja, ja. Aber ja. Das haben wir jetzt sicher nicht gehört. Eben, wenn er an meinen Gitarre-Riffs schreibt und man kommt es dann über zum Auschecken, ist immer so, ah, oh, leck. Das ist wieder. Gerade vorderen. Genau, ja, cool. Fingerknöpfe. Was kaum kann man machen, aber was? Petrucci. Ja. Zum Morgen. Wenn wir noch bei den Instrumenten sind, sind da noch weitere neue Instrumente geplant für die nächsten Alben? Ich meine, viele haben gesagt, ja, eben, die Harfe sind neu, aber meine, eben, du hast ja vorher schon gespielt, jetzt ist aber Fabian, wo sie auf der Bühne halt einfach präsentiert, so meine ich einfach. Also weißt du, eben gespielt, also ich kann einfach so ein bisschen klimpern, also ich würde nicht sagen, ich kann Harfe spielen, wirklich nicht. Ich, also die ganz einfachen Sachen, die wir früher hatten, die habe ich können spielen, aber es sind einfach so einzelne Seitenarten, ja. So, und jetzt haben wir wirklich Harfe quasi. Ein neues Instrument, also geplant in dem Sinne ist es nicht, aber ich meine, never say never. More is more. Wie heisst das keltische Kampfhorn? Das kann nichts, ja, das kann nichts, wenn wir unbedingt mal. Du hast mal noch etwas von einer keltischen Querflöte erzählt. Bist du schon dazu gekommen oder nicht? Kein Thema mehr. Well, aber ich würde es unbedingt mal lernen, einfach, keine Ahnung, irgendwann. Wenn ich, irgendwann. Ja, cool. Das wäre es eigentlich auch schon wieder gewesen. Und haben dann irgendetwas, was ihr wollt sagen zu den Fans oder Family oder... Ja, die da sind, sollen heute um 21:15 auf die Bühne kommen. Ja, grosse Vorfreude auf heute, ist immer eine spezielle Show. Ja, cool. Danke vielmals und viel Spaß bei der Show. Und danke vielmals fürs Zuschauen und ja, nicht vergessen, liken, teilen und all das Zeug. Und wie immer, unten da in der Beschreibung findet ihr wie gesagt, Beschreibung zu der Band. Danke vielmals und Horns up! Hey, cool!
Gehen wir jetzt besuchen. Ja, jetzt muss ich eigentlich die Gates.